He's sending us to that movie set they made for Empowers. I think the message might be on the throne there. Didn't I read about you shooting that place up 6 months ago? We all gotta make our name somehow. Okay, jetzt haben wir endlich den Hinweis gekriegt. Natürlich das Intoleranz-Filmset, da kommt doch jeder drauf. Okay, bevor wir aber dorthin machen, da ich gerade am anderen Ende der Stadt bin, schnappe ich mir mal ganz kurz das, weshalb ich hierher gekommen bin. Ich wollte nämlich mal ganz kurz hier über die Brücke machen, um mir noch ein geheimes Fahrzeug zu schnappen. Danach können wir dann ganz gemütlich rüber tuckern zum Filmset, das wird dann wieder ein bisschen dauern wahrscheinlich. Aber siehst du mal, haben wir gleich noch was entdeckt, noch ein schönes, noch eine schöne Sehenswürdigkeit hier. Rangaufstieg auf Level 16. Juhu! Großartig. Ich weiß immer noch nicht, was dieses Rangsystem einem wirklich bringen soll, ehrlich gesagt. So, ich mach da mal hier rum. Es ist arschdunkel hier in dieser Stadt. Es könnte ruhig ein bisschen heller sein. Naja, was soll's. So, wo haben wir denn die Kiste? Ich weiß nicht, ob wir hier... Nee, ich glaube, ich probier's mal hier drüben. Auch wenn hier kein Weg eingezeichnet ist, aber ich nehme mal an, es wird wohl eher hier sein, oder? Das sieht nicht falsch aus. Ja, ja, da drüben ist es doch. Naja. Ich habe es irgendwie hier rüber geschafft. Das war wahrscheinlich nicht der Weg, den man nehmen sollte. Aber es hat funktioniert. So, dann schauen wir doch mal nach, was wir hier Schönes haben. Was ist das denn? Ein UFO, wie schön. Ach, herrlich. Stout Scarab. Scarabeus, ist klar. Ist ja geil. Die Kiste finde ich super. Die ist arschlangsam, aber die finde ich super. Die gefällt mir. Ich stehe auf solche Kammen, muss ich zugeben. So, jetzt kann es etwas dauern. Denn, oh ja, das kann etwas dauern. Links, rechts und dann, wenn die Brücke kommt, wieder rechts. Und wir müssen ganz weit darüber. Ach du Schande. Na gut, mal sehen, wie sich die Weltreise mit dem Auto hier so gestaltet. Niedlich. Oh je, aber die Kiste, die driftet von sich schon wahnsinnig zur Seite. Es ist ein sehr interessantes Design. Nennen wir es mal interessant. Gerade mit diesem Fenster. Ne, ich glaube, es ist kein Fenster hinten, ne? Das ist, glaube ich, einfach nur so ein bisschen Zierde, ein bisschen Dekoration. Naja. Aber ist doch ganz witzig. Ich muss ja zugeben, ich wollte immer ganz gerne einen Bulli T1 haben. Also die ganz alten Bullis aus den, weiß gar nicht, 50ern, 60ern, von wann die sind, die noch so ein bisschen rundes Design haben. Die neueren, die sind ja, ich weiß nicht, die sind hässlich. T2 geht auch noch, ist mir aber irgendwie schon zu eckig. Und, weiß nicht, der VW Bulli T1, die erste Generation, die war noch so richtig schön rund. Und irgendwie cool, der ist total stilvoll. Das Problem ist mit den Bullis, wenn man Bulli-Besitzer ist, muss man schrauben können. Und ich bin handwerklich jetzt nicht so der übelste Bringer. Ich würde nicht sagen, dass ich ungeschickt bin, weil ich ja auch Chemiker bin. Und als Chemiker muss man auch handwerklich arbeiten können. Aber ja, ich weiß nicht. Ich habe auch nicht so eine Leidenschaft fürs Schrauben und fürs Händedreckig machen vor allem. Das ist nicht so wirklich mein Ding und deswegen, das ist dann mein großes Problem mit dem Bulli-Besitz. Ganz davon abgesehen, dass ich gar kein Geld dafür hätte momentan, um sowas zu machen. Naja, so wird es wahrscheinlich immer nur eine Wunschvorstellung bleiben, dass ich mir irgendwann mal einen Bulli besorge. Was soll's. So, ich muss sagen, die Kiste fährt doch schneller, als ich gedacht hätte. Weil sie doch wie so eine unglaubliche... lahmarschige Trödelmaschine aussieht, aber es geht. Sie könnte langsamer sein. Ich glaube, wenn wir hier so einen Laster nehmen würden, wären wir noch ein Stück langsamer unterwegs. Gut, aber so langsam kann dann wirklich mal Schluss sein mit den Zetteln. Also ich habe nicht so wirklich das Bedürfnis, hier noch 10 weitere Orte abzuklappern. Was haben wir denn jetzt noch außer der Sekretärin? Haben wir noch von irgendeinem Fall nichts gefunden? Ich bin mir halt mit den ersten Fällen, die wir hatten, nicht mehr so sicher. Aber ich glaube, von dem allerersten Fall haben wir auch noch nichts gefunden, ne? Kann das sein? Ich glaube, von dem allerersten Fall haben wir auch noch nichts gefunden. Der, wo
die Leiche richtig mit Lippenstift beschmiert war, wo Billy Tex oder sowas drauf stand. Wo wir auch noch immer noch nicht rausgefunden haben, was das Tex eigentlich heißen soll. Aber interessiert ja hier auch keinen. Wobei mittlerweile scheinen sie ja doch mal zu der Einsicht gekommen zu sein, dass man die Fälle doch hätte ein bisschen anders bearbeiten müssen, weil man zu oft Unschuldige festgenommen hat. Das ist ja schon mal was. So, jetzt brechen wir hier mal mit der Wuchtbrumme durch den Zaun. So. Filmset 37. Das sieht ein bisschen ramponiert aus. Mit wir meinst du mich, oder? Na super. Okay, wo müssen wir lang? Können wir hier draufklettern? Nee, ne? Okay, ich habe gerade eine Treppe gesehen. Ich weiß leider nicht, wo. Ich weiß leider nicht, wo diese Treppe anfängt. Können wir hier drüben? Hier geht's doch hoch, oder? Geht's hier hoch? Ich weiß es nicht. Ah, hier ist die Treppe. Alles klar. Dann nehmen wir doch mal die und probieren mal unser Glück hier im strömenden Regen. Och, Galloway kommt heute sogar mal mit. Das heißt, es gibt keine Sprungeinlagen wahrscheinlich. Nee, jetzt bleibt er doch unten stehen. Hat er doch keine Lust gehabt. Naja, dann eben nicht. Oh, es gibt doch Sprungeinlagen. Oh nein. Na super. Wo muss ich denn hin? Ich muss es einfach nur oben halten. Alles klar. Sieht ein bisschen derpy aus, wie der so da oben drauf hin und her springt, ne? You gotta make it to the next platform. Get that thing as close as you can, then jump. Na super. Los geht's. Komm. Hüpf. Es ist ein Traum. Ach, wie lang ist diese Jump'n'Run-Mission noch? So langsam können sie wirklich mal damit aufhören. Sackgasse? Ist das hier schon unser Thron oder was? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Die Frage ist, wo geht's weiter? Hallo? Irgendwo? Leiter oder sowas? Keine Ahnung. Ich habe bisher noch keine gesehen. Oder ist das doch der Thron und ich bin bloß zu blind, irgendwas hier zu entdecken? Ne, weil hier liegt ja auch nichts. Also ich sehe zumindest nichts. Nö. Keine Hinweise? Tja. Schauen wir nochmal hier vorne nach. Nichts zu sehen. Huch. Ah, Phelps hing gerade wieder. Okay, dann wollt ihr, dass ich da runterspringen? Scheinbar nicht, oder? Aber doch, da unten ist der Altar. Komm, lass mich mal hier runterspringen. Geht das nicht? Schade. Ach, hier ist... Ah, hier ist die Leiter. Phelps, die Leiter bitte. Danke. Noch ein bisschen unscheinbarer ging's nicht, oder? So. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Hier liegt nichts, aber hier am Thron sicherlich, ne? Nur ein Brief diesmal. Okay. Oder? Ach nee, da liegt noch was, das ich nicht gesehen habe. Ah, von der Sekretärin. Evelyn Summers. Ja. Dann könnte das ja unsere letzte Nachricht sein. Oh, lange Nachricht diesmal. Oh, bann die Angst aus jenem stieren Blick. Die bleichen Lippen schließ und lass die Stirn, die Dornverwundete, nicht überströmen von Blut. Es mengt mit deinen Tränen sich.
Die Augen, die in Schmerzen rollen, lassen Frieden und im Tode stillstehen. So soll dein Krampf den Kreuzesstamm nicht... die blassen Finger sollen so nicht spielen. O Schrecklicher, ich spreche in deinem Namen. Es war zur Fluch, ich sehe den Weisen milden, sehe den Erhabenen, den Gerechten. Die gehasst von deinen Sklaven, weil dir gleich. Durch faule Lügen sehe die einen ich, verjagt von ihres Herzens Heim, dem frühgewählten, spät beklagten Heim. Was auch immer. Die Geschwindigkeit von... End of the line. Oh, jetzt dachte ich mir schon, dass das die letzte ist. Die Geschwindigkeit, mit der das angezeigt wird, ist auch ein bisschen merkwürdig, ne? Wie die immer so hin und her springt. Naja, gut, was soll's. The question is, where to now? Oh, nein. Juhu. No, 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 no. Ich glaube, wir werden dieses Filmset noch ganz in die Knie zwingen. Hier wird am Ende wohl nichts mehr stehen, denke ich. Kann das sein? I thought the whole thing was gonna come crashing down on. I thought so too. He murdered Evelyn Summers, Rusty. The last trophy was her ring. Find another piece of the poem? Yes. The last piece. You sure, Cole? Let's find out. Tja, die Frage ist, wo wir hin müssen. Ich habe mal wieder keine Ahnung. Das war so schnell mal wieder unten abgespielt und ohne wirklich charakteristische Sachen. God's sake, Phelps. I'm not trying to justify this. Hear me out, Rusty. This guy has been successfully slaughtering women now for half a year, maybe longer. He researches who he kills and then plants evidence so that we always have someone to go after. If he hadn't sent the letters and the poem, he could have gone on forever. We would have been none the wiser. We would have four executed men on our conscience and have been happy about it. Why else is he doing it? You're the new face of the department, Phelps. A modern cop who tries to understand why the earth does what it does. Me? I just drop the hammer down on low lives. Crunch a roach under your heel, you don't worry about what it's feeling, it's just grinding at the pavement. Tja, wenn du aber nicht weißt, ob derjenige ein Lowlife ist oder nicht, dann hast du ein Problem. So, die Sache ist, ich weiß mal wieder nicht, wo wir hin müssen, weil da jetzt wirklich nichts Charakteristisches eigentlich mit dabei war, würde ich denken. Also wieder dasselbe Spiel, sobald Phelps sich meldet, geht's weiter. Okay, hat sich erledigt, wir müssen die Kirche besuchen. Ich habe jetzt einfach mal auf Verdacht die Kirche angeklickt, weil wir dort noch nicht waren. Und mir wurde ja gerade angezeigt, Ziel aktualisiert, die Kirche untersuchen. Dann machen wir das doch, wenn es mir schon so hingeschrieben wird. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Verlassene Kirche und Pfarrhaus. 19:53 Uhr. Ich war schon zweimal hier und durfte nicht bleiben. Diesmal aber sind wir richtig hier. Also dann. Schauen wir, ob wir den Black Dahlia Killer jetzt finden können. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht, muss ich zugeben. Aber schauen wir mal rein. Dafür, dass es eine verlassene Kirche ist, brennt verdammt viel Licht davon. Reminds me of my days as an altar boy. There's a light coming from the house. Nothing hasty, gentlemen! Keep your hands where I can see them, or I'll be forced to redecorate the stucco with your entrails. We're from the LAPD, sir. I'm gonna tell you only once to lower your weapon. The LAPD, you say? Is it really possible you could have found me after all this time? How interesting. Put down the gun, shitbird. Last warning. This boorish ignoramus could never have found me. It was you, wasn't it? Remember me, detective?
The temp bartender. Yes, you found me. You know what I'm capable of, and yet you walk in here like lambs dressed for the slaughter. We'll see about that. Oh, really? Garrett Mason, wollt ihr mir jetzt erzählen, dass der Black Dahlia Killer ist? Schauen wir mal. Okay, er hat sich verkrochen, aber zumindest können wir jetzt den Ort untersuchen. Where did he go? Wahrscheinlich durchs Gitter. We can't let the son of a bitch get away. The house, Rusty. There must be another entrance into the house. Na dann. Katakomben betreten ist das nächste Ziel. Schauen wir mal, ob wir hier Bergglück haben. LAPD, give yourself up. Er kann es ja nochmal versuchen mit einem Schrei, mit einem Ruf. So, ich glaube, untersuchen müssen wir ja nichts, oder? Alter, wie sah denn die Wanne aus dort? Warte mal. Alter, was ist denn hier passiert? Was geht denn mit dir falsch? Ach, sweet Jesus. Ah. Der Junge hat ein ziemliches Leiden, kann das sein? You realize this must have been the place, Rusty. Mann. Na gut. Schauen wir weiter. Going down there. Na klar. I'll go. Call for backup and keep an eye out above ground and see where this thing comes out. Don't let me down, Rusty. You're an interesting man, detective. Why the police force? Reinforcements are on the way. Cease and desist. Ah, fast erwischt. Do I get a sense you're looking for personal redemption? Do you think we have something in common? Whoa, what? Du Arsch! Das war meine Mütze! Kann ich die wieder aufheben? Nö, heute mal nicht. Na, wo ist er? Power, die Macht verstanden. Surrender now or I will use deadly force. Ich werde nie verstehen, wie man so sein kann. Kommt man hier durch? Nee. Was hier? Sieht er sich als so ein modernes Phantom der Oper an oder was soll er hier darstellen mit seinen Katakomben? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir noch auf der richtigen Spur sind, ehrlich gesagt. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber wir müssen halt auch ein bisschen aufpassen, weil der Kerl eine Schrotflinte hat. This thing has come to an end. You know that. Wenn wir zu unvorsichtig sind, dann pustet er uns halt mit einem Schuss weg, ne? Ich habe das Gefühl, im Kreis zu laufen. Wo ist er hin? Ich habe keine Ahnung. Ach komm. Wow, hallo. Hab ich dich erwischt? Fertig, der Lack. Jawohl! Where's the press, Cap? I think Phelps and I should get a medal for this. This has got to be the case of the year, right? The case of the century, when you think about it. Are you finished? Yes, Skipper. Good. Because there won't be any press briefings. Or commendations. What are you talking about?
We got the werewolf, the guy who killed the Dahlia, killed all the other broads. You got no one. Mason was a ghost. Can you at least tell us why, Captain? Mason is the half-brother of one of the most highly elected officials in this country. How high? Beyond the moon for mere mortals like us, Rusty. There'll be no more mention of him. The city owes you both. But there'll be no mileage in ever bringing this up again. What's going to happen to the suspects in the cases, Captain? I won't be a part of that. A bit of missing evidence at the grand jury. A procedural error here, a mistake there. They'll all be quietly let go. The DA knows how we got to play it. That's it? I'm afraid it is. And I have some news for you, Phelps. No more rooting around in the entrails of cadavers and corpses for you. The head of Vice has asked the chief for you. I'm reluctant to see you go to the glory boys of Ad Vice, but my hands are tied. Go home to that lovely wife of yours. Celebrate your promotion. Das soll es gewesen sein. Das soll es gewesen sein. Der Fall der Black Dahlia bleibt ungelöst. Nur eine Handvoll Männer kennen die Wahrheit. Und wir werden befördert zum Sittendezernat im Hollywood-Revier. Ich dachte ehrlich gesagt, dass das Morddezernat die höchste Stufe ist. Ich wusste nicht, dass es noch eine Beförderung weiter gibt. Aber, wir haben jetzt den Black Dahlia-Fall abgeschlossen. Okay. Das war sehr unbefriedigend natürlich, aber das soll es ja auch sein. Die Mordkommission ist abgeschlossen und ich fürchte, ich glaube, das Sittendezernat, das ist, wenn das auch im Hollywood-Revier ist, dann werden das wohl die sein, die sich mit den Stars beschäftigen, oder? Ich glaube, jetzt wird's unschön, weil wir jetzt eben mit diesen Mechanismen, die auch gerade hier gegriffen haben, dass wichtige Leute nicht belangt werden dürfen, weil die Polizisten aus irgendeinem Grund sich nicht trauen, an die heran, dass das jetzt noch öfter passieren wird. Und damit wird Phelps ein Problem haben. Und ich befürchte auch, dass wir jetzt das Arschloch, das wir schon ein paar Mal gesehen haben, jetzt als Kollegen kriegen. Na, wir schauen mal.